Jo, Titi ist wieder am Start, Leute. Auf geht's hier, Mario Kart. Wir müssen wieder einige Punkte holen. Boah, und ich habe gerade schon wieder alles voll verrafft mit dem Sound und so weiter und so fort. Und wir haben wieder einen Japaner dabei. Ich bin gespannt. Die Strecke hier ist ja relativ kurz wieder. Mal gucken, was bei rauskommt. Oh, meine Voraussetzungen hier. Absolut nice, muss man sagen, gerade. Ja, absolut nice waren die wirklich. Und ich mach so eine Scheiße. Was ist eigentlich los mit dir, TT? Ja, okay, es ist jetzt auch noch Samstagmorgen. Ich muss sagen, ich nehme das gerade nämlich auch frisch am Samstag auf, da ich es nicht geschafft habe. Ihr habt gemerkt, am Donnerstag kam kein Part. Warum kam am Donnerstag kein Part? Ja, das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Da ich eigentlich immer Mittwoch aufnehme und mir Dienstagabend mal so aufgefallen ist, oh, morgen kommt ja der Wampa, da kannst du wohl dann nicht mehr aufnehmen. Ja, und das ist mir dann auch mal so bewusst geworden. Ja, ne, so sieht es dann nämlich am Ende oder sah es am Ende aus, dass am Donnerstag kein Part kam. Und wenn ich jetzt gut bin, dann verarschen wir den gleich richtig heftig geil mit Soße und Quatsch drumherum. Und das tun wir auch. Das gibt's nicht! Du fetter Arsch! Entschuldigung, Leute! Was war das denn für ein Penner, Alter? Ich könnte kotzen! Da wollte ich ihn noch überholen und dann schießt ihr alles nach hinten ab. Bisschen Solidarität wäre aber mal wirklich nett hier, Kollege, ja? Das gibt's doch wirklich nicht. Er trollt mich noch so. Da hab ich wieder auf das Gute im Menschen gehofft, gesetzt, was passiert. Ich werd verarscht. Und das von Jerome. Und da oben ist der Jampaner, was? Ja, das war ja echt schon wieder eine schöne Bescherung im letzten Part, im letzten Rennen. Ich könnte kotzen, der scheiß Jerome, der kriegt jetzt erstmal ordentlich einen drauf für diese Dreistigkeit und Unverschämtheit. Wo ist eigentlich, da vorne ist er, ne? Jerome, Alter. Boah, leck mich am Arsch, jetzt reicht es langsam, Entschuldigung, ey. Ich krieg zu viel, da habe ich schon so einen geilen Pilz, ja? Und dann auch noch so eine Kacke, ey. Damit habe ich jetzt echt überhaupt nicht gerechnet. Ich krieg zu viel, Leute. Ich krieg wirklich zu viel. So, da kommt jetzt so ein... Ja, nein, das gibt's doch nicht! Ey, bin ich heute eigentlich... Bin ich jetzt hier das Hauptopfer oder was? Guck mal, siebter Platz. Okay, Leute, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Gleich gibt's ordentlich Ärger. Hier, meine lieben Tomodachi. Ja, Tomodachi heißt Freund... Freundin, Freunde, wie auch immer, alles zusammen. Und wehe, wehe, wehe! Oh, ja, du bist doch so ein Streckenmacker. Okay, hat halbwegs geklappt. So, Jerome, Alter. Jerome. Du blöder, affackte Mensch! Ich glaube es nicht. Schon wieder. Entschuldigung für die Rager, Leute. Heute ist es, glaube ich, wieder ganz besonders schlimm. Aber dieser Jerome, der regt mich auf. Oh, noch ein Japaner. Tosha, alles koscher? Ho, 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 ho. So, dann lass mal gucken. Ich bin Fünfter jetzt. Ja, das läuft gar nicht gut, Leute. Das gibt's doch nicht. Ich fahr aber auch in jede Scheiße rein gerade. Ja, nichts mitgekriegt. Das war natürlich jetzt... Komm, gib mir das Gold. Und dann so eine Scheiße. Zu. Ja. Das gibt's nicht. Da ist noch einer gekommen mit so einem Scheiß. Hui, hab ich gehört. Er hat einen, boah, Vierter, ey. Das gibt doch keine Pluspunkte. Das gibt schon fast, boah, plus vier. Ich bin Fünfter sogar noch geworden. Genau. Der Tosha ist vorbeigeflogen. Jo, da sind wir auch wieder, Leute. Ich habe den Start ganz verpasst, um ehrlich zu sein. Ich war gerade irgendwie, ja, ich habe so gedacht, Mario Kart fängt an. Ich war so in Gedanken. Wo ist denn da hinten eigentlich schon wieder? Ist das schon wieder der Jerome? Ich weiß es nicht. Ich war gerade so richtig fett in Gedanken. I don't know, was da passiert ist. So, weg mit dem Japaner. Das ist im Übrigen wahrscheinlich ein Junge. Ich habe mir den Namen eben nochmal angeguckt. Da steht ja Kun im Dingens hinten, ne? Es ist Kun, die Endung. Obwohl das eher im, das ist im, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, war das im Katakana, oder? Ach, keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Müssen wir uns gleich nochmal angucken, wenn der Kollege vorbeikommt. Oder am Ende in der Liste, da ist er. Das ist Katakana am Ende. Das ist eh komisch, das ist Hiragana mit Katakana am Ende gemischt. Ach, ich habe auch keine Ahnung, wie... Du leck mich, Alter! Wirklich? Ich habe auch keine Ahnung, wie das jetzt richtig, was das jetzt richtig heißt im Namen und so weiter und so fort.
Kun ist normalerweise die Endung für einen Jungen, aber die schreibt man normalerweise auch im Hiragana. Und wenn das so weitergeht, krieg ich hier echt einen Rappel. Ich komm dem Tom nach Hause. So, Tom. Komm jetzt hier. Komm. Mein... Boah! Alter, ey. Das war jetzt aber schon wieder... Dafür kriegst du jetzt ordentlich erstmal die Haxendicke, Junge, ey. Hast du wohl die Faxendicke. Wer ist Erster? Mr. von und so. Ich bin der Beste. Ich bin Jerome. Oh, Jerome, Alter. Ey, das regt mich... Also, fuckt mich alles so ab, ne? Ja, guck mal, kennst du schon den? Ja, sauber getroffen, Alter. Kannst du anscheinend noch nicht. Ist der neue Nimbus 89. Ja, das ist vom neuen Harry Potter, der neue Nimbus 89. So, Kollegen, wisst ihr was? Guck mal, 1, 2. So, jetzt könnt ihr euch da mal schön drum. Warte, der Yoshi ist Erster. Yoshi, what are you doing? Was? Wo kommt der denn jetzt her? Ziemlich eigentlich total. Was ist das denn für einer? Die Sebastian, natürlich. Ja, er ist wahrscheinlich aus dem Dingen rausgekommen. Gerade als der Blitz kam aus seiner, ihr wisst schon. Du scheiß Drecks, du Lacker, Alter. Denkst du auch so, ne? Soll ich mir was sagen, Kollege? Soll ich mir was sagen? Komm du mir mal nach vorne. Du Drecksack! Doch, ich hasse eure Mütter! Entschuldigung. Du bist doch ein... Ach, Entschuldigung. Boah, ich krieg echt zu viel. Ich krieg so zu viel, ne? Heute ist nicht mein Tag oder so. Jetzt geh! Boah, Entschuldigung, dass ich hier euch schon wieder die Ohren voll knapp. Aber es regt mich so auf. Es ist doch so unfair, das Scheiß. Ja, Lackerspiel, Alter. Ja? Kommt er mit so einem... Ja, genau. Ich habe in der Runde keinen einzigen von den Scheißdingern hinbekommen. Keinen einzigen. Gib mir rot. Ja, leck mich am Arsch. Sebastian. Das gibt's nicht. Boah, es wäre so gerecht gewesen, hätte ich ihn auch nochmal platt fahren können. Was, ey? Kriegt so viel in dem Spiel. Es reicht, es steht mir bis hier. Die Runden sind so scheiße. Ich hab noch nie so eine Scheiße gesehen. Jetzt kriege ich wieder Minus, ne? Wart ab, Leute. Ich sage euch, jetzt kommt wieder der Minusbalken extra für mich. Wieder der fette Minusbalken. Nee, plus 15. Aber da sind doch keine. Da kann ich doch nicht mitarbeiten. Tja, fahren nur noch 6 Leute mit, würde ich sagen, Leute. Ich glaube, den anderen war das auch ein bisschen zu heiß hier, die Geschichte mit den ganzen Verrückten da. Und ich weiß gar nicht, ob der Jerome noch dabei ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Jerome hat sich verzogen. Aber unser guter Japaner ist natürlich noch dabei. Ich hoffe, der Sebastian ist auch noch dabei. Denn der muss noch mal einen in die Fresse kriegen. Der hätte nämlich verdient. So, jetzt erstmal für Sue. So, tut mir leid, gute Frau. Da ist er. Der Sebastian ist noch dabei. Leckt mich. So, und komm schon. Ey, das gibt's doch nicht. Warum sind die alle so... So, überdimensional gut. Ja, danke, Yoshi. Der war sogar recht hilfreich. So. Wuhu! So, ich folge dir einfach mal. Du wirst schon wissen, was du tust. So, und einmal runter. Und komm, ja. Yeah. So, und das war Pech für dich, dass du den abgegeben hast, Kollege. Was? Was? Er wurde nicht... Was? Wie hat er das denn gemacht? Ja, er driftet da mit Funky Kong jetzt durch. Ich bin zwar noch ein bisschen dran... Aber ich glaube, wirklich kriegen werde ich den nicht. Du Arsch! Du Arsch! Du bist Entschuldigung, dass ich jetzt wieder die harten Worte hier raushol. Aber du Arsch! Du Arschgesicht, das glaube ich nicht. Er hat mich schon wieder verarscht. Irgendwie haben die es heute, kann das sein? Jeder will mich mit dieser Ich-werfen-Panzer-nach-hinten-Methode wegmachen oder was? Irgendwie habt das damit heute, kann das? Boah, geil. Nice. Nein. Ja, zweiter, Leute. Yeah. Zweiter. Dip. Yeah. Boah, war das eine Geburt schon wieder. Ey, das war wirklich jetzt aber auch mal eine Geburt. 50 Punkte, ja, immerhin. Naja, gut, was soll's, ne? 8000er der Japaner, Ja, Leute, wieder nur 6 Leute, ne? Konnichiwa, Minasan. Und, ja.
und so weiter und so fort. Und oh, das fällt mir gerade erst auf, wir fahren wieder die Strecke, die wir am Anfang schon einmal gefahren sind. Als der Jerome mich, Alter, du fetter Brillenese, ne? Entschuldigung, ich habe nichts gegen Brillenträger. Ich glaube, ich brauche bald selber eine. Aber nicht, weil ich so schlecht fahre, sondern weil ich wirklich glaube, dass ich bald selber eine brauche. Ja, hast du schon mal den gesehen? Ja, er ist reingefahren. Du Noob, Alter. Einmal am Ende des Tages konnte ich dich doch noch einmal mit deiner eigenen Technik töten, Junge. Und jetzt ist für mich nur noch eines wichtig. Den ersten Platz nach Hause zu fahren. Und der Vorsprung sieht so gut aus, wenn jetzt kein Cheater kommt, ich keinen saudummblöden Fehler mache, dann sollte das der erste Platz für mich sein, seit Jahren mal wieder. Aber das ist doch schön, dass man am Ende des Tages auch nochmal ein Licht sieht. Du Arsch, du Arsch, du Arsch, du Arsch, du Arsch, du Arsch. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, boah, das wäre jetzt so ärgerlich gewesen. Und er ist sogar nur Dritter der Japaner. Das gibt ordentlich Pluspunkte für mich, weil ich den 8000er überholt habe. Und yeah, geil. Yo, plus einen A80. Yo, ho! Tschüss!